Brief von Erasmus an Martin Luther. 30. Mai 1519. Herzlichen Gruß in Christus, geliebtester Bruder. Dein Brief war mir sehr willkommen. Er verriet Schärfe des Geistes und ein christliches Herz. Mit Worten könnte ich gar nicht sagen, welchen Sturm deine Bücher hier in Löwen hervorgerufen haben. Noch immer lässt sich der vollkommen falsche Verdacht nicht beseitigen, dass man meint, deine Schriften seien mit meiner Hilfe geschrieben. Ich sei der Bannerträger dieser Partei, wie sie sagen. Ich habe bezeugt, dass du mir völlig unbekannt bist, ich deine Bücher noch nie gelesen habe. Insofern billige oder missbillige ich nichts. So weit wie möglich halte ich mich neutral, um desto mehr dem Wiederaufblühen der Wissenschaft nützlich zu sein. Meines Erachtens kommt man mit bescheidenem Anstand weiter als mit Stürmen und Drängen. Es empfiehlt sich mehr, laut gegen die aufzutreten, die die päpstliche Autorität missbrauchen, als gegen die Päpste selbst. Und glaube, so muss man es auch bei den Königen machen. Auch sollte man die Schulen nicht verachten, sondern sie zu vernünftigeren Studien zurückrufen. Giftige Streitereien gewisser Leute sollte man eher verachten als widerlegen. Und immer muss man sich davor hüten, anmaßend oder parteiisch zu reden oder zu handeln. So, glaube ich, ist es dem Geiste Christi angenehm. Inzwischen muss man sich ein Herz bewahren, das durch Zorn oder Hass oder Ruhm nicht verdorben werden kann. Denn mitten im Streben nach Frömmigkeit drohen Fußangeln. So mahne ich nicht, damit du nach meinen Grundsätzen handelst, vielmehr, damit du bei deinem Handeln beständig bleibst. Ich habe von deinem Psalmenkommentar etwas gelesen. Er gefällt mir sehr und wird hoffentlich großen Nutzen schaffen.